bloß herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir sind zurück beim Planer Landwirtschaft. Wir haben das letzte Mal hier die große Garage gebaut, haben hier die kleine abgerissen und haben uns noch einen Traktor zugelegt. Das Einzige, was wir jetzt gerne noch holen, oder ich gerne noch holen würde, wäre dann noch eine große Ballenpresse, weil wir doch ziemlich hier in Action sind. Aber zumindest der große neue Traktor hat uns schon mal einen ganz großen Vorteil gebracht. Wir können nämlich jetzt mehrere Felder gleichzeitig bearbeiten. So, dann gehen wir hier gleich auf die Strohballen einsammeln. Das macht mal unser Herr Nackis. Der kann nämlich da mit dem zweiten Traktor und dem Hänger, ist ja irgendwas ist mit meiner Maus hier nicht, ein bisschen spielen. Und das Strohballenpressen dauert hier eh ein bisschen länger. Dann machen wir das gleich als nächstes. Das macht mal der Herr Trombach. So, mit dem dritten Traktor und der, die große Ballenpresse, ja, große Ballenpresse und dem dritten Traktor. Genau, so. Da sind nämlich jetzt schon drei Kollegen gleichzeitig unterwegs. Das bringt uns natürlich einen riesen Zeitvorteil, weil es einfach auch nicht mehr so lang dauert. So, wir gucken jetzt nochmal, nee, nicht in die Fahrzeuge, sondern wir gucken ins Lager. Und ja, jetzt gucken wir mal hier rein. Hafer ist voll, Roggen ist auch schon voll, das ist gut. Oh, Termingeschäft Stroh, da kamen schon wieder 2000 Euro rein, das ist gut. So, Silage Sommergerste ist jetzt das nächste, was ich mal hier loslegen lassen möchte. Dann können wir überlegen, ob wir vielleicht für Weizen und Mais später nochmal ein Silo bauen, dann können wir da auch nochmal was machen. Da müssen wir mal dann reinschauen. Gut, also Silage und Stroh wird dann das nächste sein. In diesem Sinne werden wir hier die Felder gleich vorbereiten, sozusagen auf die nächste Einsaat, dass es gleich losgehen kann. Oben läuft ja schon die Saatbettbereitungsmaschine, das heißt, da gibt es also auf alle Fälle gleich die Möglichkeit, schon mal die erste Silage zu machen. Ist ein schönes, großes Feld, damit sollte das passen. Wobei wir beim Einsehen dann auch erst nochmal schnell gucken müssen, wie das mit den Zeiten aussieht, nicht, dass wir da Probleme kriegen. Oh, Sommergerste wurde geholt, gab auch wieder ein bisschen Geld. Und wie stehen wir hier? 520.000, ja, wir kommen unserem Ziel deutlich näher. So, da kommt die Saatbettbereitungsmaschine zurück. Werden wir nämlich gleich hier ansehen und gucken gerade mal. Also Sommergerste geht von, oh, März, April nur. Das ist schon vorbei. Okay, jetzt haben wir überlegt, ob Silage. Silage kann man einsehen von bis. Ach, das zeigt ja nicht überall an. Schade. Die geht und, was wollte man noch? Jetzt bin ich schon wieder ganz aus dem Konzept hier. Sommergerste, ja. Die Sommergerste hat sich erledigt. Die haben wir zu spät ins Auge gefasst. Also wenn wir Silage machen, da werden wir Silage ansehen. So, jetzt sind hier soweit alle ja schon im Einsatz. Brauche ich vielleicht bald noch einen Mitarbeiter mehr? Wäre natürlich auch noch eine Sache, so langsam hier alles mal auf groß umzurüsten. Wir haben ja hier auch zwei kleine Unterkünfte. Ja, aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier vielleicht mit unseren Fähigkeiten rauskommen. Da brauchen wir 75.000 für die nächste Fähigkeit, damit die Fähigkeiten der Angestellten noch ein bisschen erhöht sind. Und das will ich auf alle Fälle gucken, schnellstmöglichst zu erreichen. So, wie sieht's aus? Okay, Termingeschäft Roggen, 8.000 Euro. Sowas macht natürlich richtig Spaß, ne? Gucken wir gleich. Roggen ist aber noch genug da und Hafer haben wir ja schon angenommen, soweit ich das im Hinterkopf habe. Jawohl, da kommt das nächste Geschäft am 29.05. Da kommt schon mal wieder ein bisschen Geld rein. Und zwar richtig gutes Geld. So, wo ist er denn? Da unten ist er ja. Dann kann es hier gleich weitergehen. Wunderbar. So, pflügen können wir nicht. Also werden wir hier die Strohballen erstmal einsammeln. So, Herr Trombach, einmal bitte zum Traktor Nummer 3. Und bitte den Kipper mitnehmen und bitte den Kipper mitnehmen und bitte losfahren. Dankeschön. So, und Nachwuchs im Kuhstall gab's. Da können wir jetzt auch nochmal gleich gucken, wie es aussieht. Jawohl, die Josephine. Oh, kam gleich schon wieder ein Jungtier. Jo, ich glaube, genau, jetzt ist der Zeitpunkt, wo es gleich wieder ganz übel rattert. Dann warten wir am besten erstmal einen Moment ab, bis sich das hier alles ein wenig beruhigt hat. So, da sind alle unterwegs. So, jetzt hat's mal mehrfach gerappelt. Unter anderem kam hier auch der Hafer mit 12.000 Euro für gerade mal läppische 2.000 Kilogramm. Das ist natürlich ein Bombenpreis.
So, dann machen wir hier erstmal die Saatbettbereitung. Also irgendwas stimmt mit meiner Maus nicht. Ich glaube, da ist die linke Maustaste bald hinüber. Und hier oben pflügen wir das Feld gleich noch. Ja, also ich glaube, ich brauche eine neue Maus. Sieht fast danach aus. Muss mal gucken, ob ich irgendwo im Schrank noch eine rumfliegen habe. Gut, hier oben die Aussaat ist fertig. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Hier kommen 28 Tonnen Silage rein. Das bedeutet, wir sind dann bei 54 Tonnen. Dann können wir hier unten eigentlich auch nochmal Silage machen. Ja, das kriegen wir, denke ich mal, ziemlich gut rein. Sommergerste haben wir ja leider verpennt. Jetzt ist es aber noch Mai. Das heißt, wir müssten eigentlich dann noch gucken, ob wir vielleicht ein bisschen was für Mais oder Weizen noch einrichten. Jetzt gucken wir aber erstmal ganz schnell auf den Kuhstall. Oh, da können wir nicht schlachten. Warum das? Ach du lieber Gott, ich ahne Schlimmes. Unser Kalbslager ist voll. Ja, bis zum Umfallen. Haben wir nichts mehr mit Kalbfleisch? Haben wir das in der Eile verschlafen? Nö, Kalbfleisch am 7.6. 3,3. Gut, dann warten wir so lang. Ist ja gar kein Problem. Gut, lassen wir die Zeit ein bisschen rennen und werden jetzt hier mal schnell aussehen. Geld haben wir ja mittlerweile, halt, ich brauche nur einen Mitarbeiter. Geld haben wir mittlerweile genug zusammen. Das heißt, da können wir also noch ein bisschen Lager bauen. Dann werden wir mal schauen, dass wir uns in den Bereich Weizen hier orientieren. Lassen wir hier mal, oder wollten, nee, hier wollten wir nochmal Silage machen, genau. Hier nochmal Silage. Und in der Zeit bauen wir jetzt hier unten nochmal ein bisschen an unserem Lager rum, denn wir brauchen da nichts mehr. Da passt für das eine noch, das ist fast voll. Ja, Mais und Weizen, da machen wir jetzt auch noch ein Lager rein. Bauen, Lager, Kossilo. Kostet ja nur 4.400, ist also eigentlich sehr kleines Geld, was wir da im Verhältnis ausgeben müssen. Aber ihr seht, wir brauchen jetzt durch den höheren Ertrag der Felder doch einiges an Silos. Von daher werden wir mal unsere Silo-Reihe ein bisschen vergrößern. So, das sollte doch fast schon reichen. 4 Stück haben wir jetzt. Nehmen wir, oder kriegen wir da unten noch 2 rein? Mal gerade schauen. Wäre gut, wenn die dann neben dran passen. Ja, ist perfekt. Dann machen wir 6 Silos hin. 3 für Hafer, 3 für Weizen. Und dann sind wir mit allem doch ganz gut bedient. Oh, da wird schon die reinste Silo-Baracke. Ihr seht schon, das wird richtig groß. So, hier gehen wir in die Saatbettbereitung. Werden natürlich auch hier vorbereitend arbeiten. Nehmen wir mal einen Traktor, der frei ist. Wunderbar. So, und da unten können wir dann auch pflügen gleich. Dann ist das auch mit aus dem Kreuz. Was ein Glück haben wir jetzt den dritten Traktor hier schon. Oh, da müsste auch mal dann der Pflug repariert werden, so langsam. So, da können wir nämlich immer schön mit 3 Leuten gleichzeitig arbeiten. Das bringt uns natürlich, ja, einen richtigen Zeitvorteil. So, und jetzt spulen wir nochmal ein Stückel vor. So, jetzt hat's gerabbelt, 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 gerabbelt. So schnell kann man gar nicht gucken, wie es gerabbelt hat. So, ja, Tiere sind einige fertig geworden und jetzt gucken wir mal. Also die Silos sind alle fertig. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal, die ersten 3 lassen wir auf Mais. Und die anderen werden wir hier auf Weizen umstellen, dass wir die denn dementsprechend auch gefüllt haben. Dann gucken wir im Lager, ob das alles schön sauber verteilt ist. 1, 2, 3, habe ich jetzt nur 5 Stück gebaut. Ich trottel. Bauschutt wurde entfernt. Ja, das ist gut. Gucken wir gerade mal, 60 Tonnen und Weizen 40. Ja, ich habe tatsächlich ja nur. Ha! Ich habe hier ein Silo zu wenig gebaut. Ich wollte doch hier noch eins kaufen. Das bauen wir dann dahin. Dann haben wir hier 1, 2, dann machen wir hier aus dem dritten einen Weizen und aus dem vierten, das ist hier automatisch ein Mais-Silo, dann haben wir da auch jeweils 60 Tonnen. Gut, dann können wir nämlich jetzt Weizen und Mais nochmal ansehen. Das wird nämlich dann auch nochmal interessant. Damit können wir, oh, Weizen ist auch schon zu spät, das geht nur bis zum Mai. Da haben wir Glück, dass wir jetzt wenigstens den Mais noch machen können. Denn so steigert sich natürlich auch unser Angebot, und der Vorteil davon ist natürlich, je mehr Fruchtsorten wir im Lager haben, umso bessere Preise erzielen wir, weil natürlich irgendwo immer was höher ist. Und ja, da können wir natürlich unseren Gewinn maximieren. Das wollen wir ja schließlich, ne? Wir wollen zu einem richtig erfolgreichen Landwirt werden, wollen den Ruf Bauer bekommen und dementsprechend hier ein bisschen auch in die Puschen gehen. So, was sagt unser Kalbsfleischlager?
Es ist immer noch rabbelvoll. Wann kam denn das Kalbsfleisch? Da hatte ich doch was im Kopf eben, dass da Kalbsfleisch kam. Am 7.6. Ah ja, gut, ist ja kein Problem. So, das große Silo ist fertig, Saatbettbereitung ist fertig, Pflügen ist fertig, Aussehen ist da oben fertig. Da haben wir den Mais, 15 Tonnen. Ja, dann werden wir hier unten auch nochmal den Mais ansetzen. Ich denke mal, das sollte hinhauen. Dann ist der Juni auch schon fast rum. Und dann können wir nämlich noch ein bisschen Wintergerste vielleicht machen oder nochmal Silage. Da gucken wir mal, wie es im Lager aussieht. Denn ja, Wintergerste geht noch ein bisschen was, das will aber irgendwie keiner haben. Oh, eben ist das Kalbfleisch geholt worden, 3,3 Tonnen, das ist gut. Und Stroh sind wir voll bis unter das Dach fast. Mist, Stroh, Stroh, Stroh. Gut, wir gucken im Kuhstall. Jetzt müssen wir erstmal so ein paar Jungtierchen weggeben. Damit ist nämlich auch schon so ziemlich gleich wieder alles gefüllt. So, wie sieht's da unten aus? Die geben noch ganz gut, also besamen wir einfach mal von oben nach unten durch. Oh, das ist jetzt hier schon richtig Großbauernarbeit. Das ist schon mal, ja, gelle, ne? Denn Fleisch schon wieder voll. Wunderbar. So, dann gucken wir nach Kalbsfleisch und noch nach ein bisschen Stroh. So, Hafer, ja, 4,78 Euro. Ja, da können wir doch noch was mitnehmen. Das ist ein richtig guter Kurs. Kalbsfleisch, ja, der Preis ist natürlich jetzt im Keller. Da ist was für 1,41, da 1,39. Mais am 17.8. ist die Frage, der Mais wächst, ich weiß aber nicht, da gucken wir später nochmal rein. Milch geht sowieso immer. Roggen, 3,6 Tonnen für 2,50, klingt gut. Silage können wir auch mitnehmen. Sommergerste hatten wir ja auch eins gemacht. Stroh geht sowieso immer, da müssen wir schauen, dass wir so viel wie möglich wegkriegen. Weizen geht nicht mehr, aber was ich hier voller Freude sehe, Wintergerste geht ohne Ende. Ja, und das ist im August, September, Oktober. Gut, ich nehme erstmal hier so die mit den höchsten Preisen an. Auch ich nehme alle an, was soll's. Sollte eigentlich hinhauen, wir haben um die 70.000 drin. Jetzt haben wir eine ganze dicke Brummersumme drauf an neuen Aufträgen. Das sollte uns doch deutlich jetzt helfen. Gut, die Aussaat hier läuft noch. Danach sind alle Felder soweit, dass sie wachsen. Nur noch, also wir haben hier den Mais, Mais, Silage, Silage, ist doch perfekt. Jo, jetzt eigentlich heißt es warten. Nachwuchs im großen Kuhstall und das Termingeschäft Silage wurde fällig, da gab es auch wieder ein bisschen Geld. Wir gucken mal hier rein. So, jetzt können wir auch nicht mehr schlachten, denn jetzt ist schon wieder das Kalbslager voll. Ja, da müssen wir einfach ein bisschen warten, ist ja kein Problem. So, eben wurde Wintergerste abgeholt, brachte 9.000 Euro. Jetzt kam die Milch mit 2.300 Euro. Und jetzt kommt ein bisschen Nachwuchs. Den können wir uns aber sowieso nicht im Moment irgendwie zu Geld machen. Also lassen wir den einfach mal drin. Ja, und im Moment tut sich wenig, wollte ich gerade sagen. Aber jetzt, auch Weizentermingeschäft ist in die Hose gegangen. Da hatte ich wohl falsch kalkuliert. Ja, der Weizen ist ja noch gar nicht... Habe ich ja noch gar nicht, den wollte ich ja nächstes Jahr machen. Dann habe ich den aus Versehen angenommen. Okay, Hafer, Roggen, da sollte sich bald was tun. Oh, Stroh, das ist gut, da ist wieder was weggekommen. Wobei, Stroh haben wir so viel, da können wir eigentlich gerade wieder die Hälfte mal verkaufen, weil wir haben ja so viel und es kommt ja auch gleich wieder Neues rein. Wintergerste sieht auch gut aus. Okay, das passt soweit und jetzt haben wir 92.000 Euro und werden hier mal die Fähigkeit meiner Angestellten erhöhen. Kostet zwar einen Haufen Geld, aber es sollte sich doch eigentlich auszahlen. Wir gucken mal ganz kurz, was machen meine Angestellten so? Wenn ich da auf den Button käme. Irgendwie blöd. So, probieren wir es nochmal. Die Sache ist, ja, alles etwas hochgegangen. Das sieht gut aus. Ja, dann passt das. So, der Kuhstall bringt Nachwuchs ohne Ende. Das ist natürlich für uns schick. Allerdings haben wir im Moment noch nicht viel davon. Jetzt gucke ich aber erstmal, wann das nächste Termingeschäft fertig wird. Irgendwie tut sich da relativ wenig. Am 3.7., 5.7., 5.7., 7.7. Gut, da kommt noch ein bisschen Geld rein. Was brauchen wir eigentlich für die nächste Fähigkeit? Die können wir ja sogar schon. Angestellte lernen schneller. Und die Laune ist permanent höher. Also machen wir erstmal das schnellere Lernen der Angestellten. Ich glaube, das bringt uns einen Vorteil. So, Kuhstall ist ja wunderbar, dass es da jetzt rabbelt ohne Ende, aber das bringt uns im Moment gar nichts.
Wintergerste wurde geholt, 5000 Euro, oh, jetzt ging's rund. Der Hafer wurde geholt, die Milch wurde geholt. Und wie sieht's im Lager aus? Immer noch ziemlich gut eigentlich dafür. Das gefällt mir richtig gut, richtig gut. Ha, super. Und wir können die nächste Fähigkeit gleich machen, dass sie nämlich noch ein bisschen schneller lernen. Und dann haben wir sogar noch ein bisschen Geld übrig, also werden wir die Laune der Angestellten auch noch ein bisschen anheben. So, und jetzt fehlt nicht mehr viel, dann sind wir mit allem komplett durch. Was sagt unser Rang? 509.000. Ja, Sommergerste wurde geholt, das ist gut. Und das erste Feld kann abgeerntet werden. Und ja, das machen wir in der nächsten Folge. Dann geht's hier an das Heumähen. Das ist schon fast fertig, oder ist fertig. Hier, die Silage ist fast fertig. Hier ist noch alles im Wachstum. Da können wir dann richtig Gas geben. Und sobald wir auch ein bisschen mehr Kalbsfleisch wieder lagern können, schlachten wir noch ein paar Tiere. Lass uns da nochmal krachen. In diesem Sinne, bleibt dem Kanal, dem Spiel und mir treu. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ah, speichern, genau. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.